Scheiße, die Udam greifen an. Boah, sieht der aus, Alter. Und damit ein recht herzliches Willkommen und Shalom an alle Far Cry Primal Spieler auf dieser Welt. Willkommen zur nächsten Episode Far Cry Primal. Genau, und wie schon in dieser kleinen Mini-Story erzählt, wir haben unsere erste Bestie in unserer Kontrolle. Ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll. Ja, unsere erste Bestie gezähmt, sag ich mal. Das klingt doch immer noch am besten. Unsere erste Bestie ist ein Weißwolf. Ich glaube, Bestienmenü war B. Genau, Weißwolf hier ist natürlich in diesem Dorf nicht verfügbar. Und wir haben auch schon die Möglichkeit, Gott sei Dank, wenn ich das anmerken darf, unsere erste Miezekatze zu zähmen. Also wir haben hier eine Liste voller Dinge, die wir alle schon zähmen können. Zum Beispiel seltenen Streifenlöwen steht auf meiner Liste. Dann noch hier alle seltenen schwarzen Jaguaren, ohne jetzt ausfallend rassistisch zu klingen. Aber ich finde, die schwarzen Jaguaren oder der schwarze Löwe, die sehen einfach, die haben schon irgendwas, ne? Vor allem, die sind auch stärker und haben auch bessere Fähigkeiten. Ich kann mal hier so ruhig schauen. Einige sind immun gegen Feuer. Also die können Feuer rumlaufen, ohne dass sie denken, juckt mich. Markiert Gegner in einem kleinen Umkreis. Das ist doch auch toll. Das greift arglose Ziele an, ohne Gegner in der Nähe zu alarmieren. Das finde ich gut. Der seltene schwarze Jaguar, der kann das. Und der ist auch noch immun gegen Feuer und etwas stärker als der normale Jaguar. Aber ich würde sagen, für den Anfang holen wir uns das nächste Mal einen Jaguar. Der Jaguar hat schon ein starkes Update zum Weißwolf, wie ich gerade sehe. Der Weißwolf ist zwar... Ach, die Bestie kann nicht gerufen werden und so. Jetzt steht da leider nicht drauf, was da eigentlich für Fähigkeiten hat. Naja, egal. Machen wir mal erstmal weiter. Zu blöd, jetzt habe ich auf Escape immer. Reden wir mal mit Syla. Was gibt's? Ich weiß. Toll, nicht wahr? Ja, toll, ne? Boah, danke, Alter. Danke, eine Udam-Keule. Richtig nice. Okay. Die ist schon leicht labil, merke ich gerade. Ich auch. Also gut. Es wird Tag. Sehe ich das richtig? Der nächste Tag. Das Vinja-Dorf. Okay, wir sollten vielleicht genügend Rohstoffe sammeln, um unser Dorf ein bisschen abzugraden. Als nächstes. Und vor allem uns mal Keulen-Updates zu machen, das wäre vielleicht richtig. Was ist denn los? Nahkampf. Keulen sind schnelle Waffen, die mit einem Schwung mehrere Ziele treffen können. Speer sind langsam, aber schlagkräftig und treffen Ziele direkt vor dir. Sie sind effektiver, wenn sie geworfen werden.
Für schweren Angriff Maustaste gedrückt halten und loslassen. Betäubt Gegner und richtet großen Schaden an. Brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Aha. Okay. Wie jetzt? Was ist los? Scheiße, die Udam greifen an. Boah, sieht der aus, Alter. Scheiße. Ich hab doch nur einen Weißwolf. Ich brauche mehr Bestien. Weißwolf und Eule. Egal, los geht's. Okay, wir müssen offensichtlich das Dorf jetzt vor dem Udam verteidigen. Am besten, ich nehme dafür meine Standardwaffe. Ja, ich sehe sie, du Depp. Aber ich treffe sie nicht. Oh, nice. So, okay. Ich muss meine ganzen Sachen hier wieder einsammeln. Meine ganzen Pfeile muss ich mal wieder einsammeln. So, und jetzt wäre vielleicht mal... Ah, da ist mein Weißwolf. Mein Weißwolf kann auch mitkämpfen. Das ist doch toll. Ich sehe gerade nur... Da hinten soll irgendwo ein Udam sein, aber ich sehe gerade keinen. Eule? Mach mal ein bisschen Aufklärungsaktion. Da oben steht er. Bestie entsenden. Die Bestie wird entsendet. Jawohl, nice gemacht. Und die Bestie wieder zurück zu mir, bitte. Da hinten sind... Scheiße, die sind jetzt auch hier. Bestie weiter entsenden. Ah, nee, ich kann ja Eulenangriff machen. Gekillt, ey. Scheiße, die werfen jetzt auch noch mit Gift rum. Alter, ich krieg die Krätze hier. Und, komm mit. Sehr gut gemacht. Nice, weiter so. Warte kurz, ich muss dich eben heilen. Schnell, friss. Boah, shit, der wirft echt mit Bomben hier rum. So ein Typ, ey. So, du Trottel. Ja, Vorsicht vor dem Gift. Okay, alles gut. Komm mit. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft fürs Erste. Ja, so sehe ich das auch. Jage sie, aber mit Vergnügen. Okay, gerne. Hund, komm mit, aber zuerst heilen. Hier, lecker, lecker. Fein, okay, komm mit. Also zuerst mal alles von diesen Udam hier einsammeln. Gegenstände sind bereits voll. Tasche für diese Gegenstände sind auch bereits voll. Verdammt. Eventuell sollte ich mir ja ein bisschen neue Sachen craften hier. Jetzt mal sehen. Nordball. Was ist ein Nordball?
Ich habe keine Ahnung. Das ist aber schon richtig das Gemetzel hier. Schade, mir fehlt so ein bisschen die Textur, dass das Wasser hier rot wird vom Blut. Wäre schön gewesen. Hätte so ein bisschen mehr Realismus ins Spiel gebracht. Aber ich möchte mal nicht meckern, das Spiel ist generell sehr gut. Was? Knurrst du? Sind Udam in der Nähe? Weil der Weißwolf, der knurrt ja für gewöhnlich, wenn Udam in der Nähe sind. Also muss hier irgendwo ein Sack sein. Ah ne, es sind nur Hirsche. Aber ich bin jetzt nicht auf der Jagd. Ich bin auf der Suche nach Udam. Und Knochenbäume sollen wir zerstören. Ach ja, stimmt, die Rohstoffe werden ja auch aufgedeckt, fällt mir gerade auf. Unten auf der Karte sieht man es ja. Ist das nice. Da oben ist irgendein Vieh. Oder irgendein Typ. Also ich sehe ihn gerade nicht. Von daher. Okay, komm, lass rennen. Damit wir den noch bekommen. Ziegenrennen schon mal voraus. Meine Eule, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon die Eule entsenden kann. Es wird noch einen Moment dauern, bis ich das kann. What the fuck? Okay, hier war offensichtlich auch noch ein Biest unterwegs. Da kommt ein Hirsch direkt auf mich zu. Nein! Scheiße, das gibt's nicht. Da unten. So. Was machst du? Pieselt der dahin? Der hat echt dahin gepieselt. Als ob die das... Sehr gut gemacht. Danke, Kleiner. Hilft ungemein, wenn man so ein Vieh echt bei sich hat. Das ist echt eine gute Sache. So. Erreiche das Udam-Lager und zünde alle Knochenbäume an. 12 Minuten schon. Oh mein Gott, ich muss mich echt beeilen. So, erledigt. Und einmal mehr Pfeile ansammeln. Und weiter zum Udam-Lager. Da unten ist, glaube ich, einer. Und das klingt mehr nach einer Bestie. Oder nach irgendeinem Getier. Ruhig, komm her. Dir geht's gut, ne? Ja, dir geht's gut. Oh Mann, immer noch auf geheimer Mission. Was ist das? Ein Bär. Und eine Katze. Oh man, wir könnten echt eine Katze zähmen, mal so langsam. Aber, im Moment. Eule, irgendwas passiert da vorne. Wir haben immer noch keine Bomben wir haben immer noch keine Bomben. Das nervt ein bisschen jetzt. Da ist das Lager. Da unten offenbar. Ach, Mist, so weit weg. Ja, immerhin einen konnten wir markieren. Immerhin eine Person, ey. Also komm. So, der nächste Udam wird brennen. Habe ich gerade mal so spontan entschlossen.
Nehmen wir noch ein bisschen Schiefer mit. Ja, volle Deckung. Suchen wir uns eine gute Position zum Ballern. Von oben. So, und jetzt rufen wir mal die Eule. Sehen uns das Getummel da unten mal direkt an. Okay, wir haben hier was. Das sind aber ordentlich viele Drecksäcke. Das ist Udam. Kann ich den so umbringen? Ne, es sind Knochenbäume. Hoppla. Noch? Schleichen. Ah ja, okay. Ist jetzt nicht wirklich mein Stil. So, okay. Eulenkill. Die Person ist tot. Ich sag schon mal Bescheid, dass ich da bin, ne? Verdammt, Alter. Alter. Aus der Entfernung snipern ist bei Far Cry immer so eine Sache. Es funktioniert nie wirklich. So, Knochenbaum ist in Brand. Was? Halt doch dein Maul, Alter. Ach so, Takedown hätte ich auch machen können. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist gerade zu spät. Dein ganzes Lager brennt hier einfach mal. What's up, Bro? So. Come on, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Hoppala. Was? So, jetzt halt aber. Bisschen mal kurz. Komm mal kurz her. Ich glaube, die blicken gar nicht, dass sie hier hochkommen sollen. Oder irgendwie sowas. So. Ach, da unten ist er ja. Ach, Mist, jetzt habe ich den Typen nicht. Okay, einmal schneller. Dann die Drehung. Und jetzt zum direkten Angriff auf diesen Schützen da. Und tot. Was? Wie verfehlt? Halt dein Maul. Okay. Wir gehen auch einmal runter und stürzen uns in die Schlacht. Der Takedown, ey. Wie jetzt? Wo ist meine Bestie? Ach, da oben hockst du. Ja, was? Hast du keine Lust runterzukommen, oder wie? Geht doch. Okay, so, lass mal erstmal wieder die ganzen Holzpfeile einsammeln, bevor ich den letzten Knochenbaum zerstöre. Obwohl, kann ich auch so machen, ne? Nice. Das war aber kein Knochenbaum. Hä? What? Wie jetzt? Ich hab den doch voll erwischt, ey. Na dann eben nochmal. So.
kein Hartholz mehr. Ja, das war's doch hier jetzt. Ah, ne, doch nicht. What? Jetzt ist aber vorbei. So. Angriff der Udam. Mission erfüllt. Es geht offenbar noch mal weiter. Die Folge wird lang heute. Udam Guanta? Udam Mari. Ul Atikwaifa. Appa. Laiwa Maya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Uda Mari. Winja Baltasha. Guaifamas. Shaus. Uld. Dawson. Sana Pueda Shunshi Parishai. Salwa Winja Marwa! Machi, Sami Gardici Napa. Was guckst du? Winjai. Winjai. Hau, meine Freunde. Der Kampf um Oros beginnt. Die vermissten Winja. Drücke im Kartenmenü zu öffnen. Vermisste Winja mit einzigartigen Fähigkeiten wurden zuletzt in den markierten Gebieten gesehen. Durchsuche Oros und bringe diese begabten Winja in dein neues Dorf. Ja, natürlich gerne. Ja, Kollege, ist alles gut? Ja, sag mal, was ist denn los? Darf man sich nicht mal mehr bewegen, ohne dass irgendwas passiert? Sich irgendein Menü öffnet. Och, Mano, wir haben immer noch keine Experience. Och, nee. Ich wollte jetzt unbedingt so viele... Oh, nee, Alter, guck mal, was bei der jetzt alles freigeschalten wurde, hä? Huh? Einfach mal alles. Junge, ich brauche so viele Fähigkeitspunkte, wie ich nur kriegen kann. Okay, ich würde sagen, das heben wir uns aber für die nächste. Ach, ich kann mir jetzt auch eine Hütte bauen. Ey, los geht's. Los geht's, wo kann ich meine eigene Hütte bauen? Hier habe ich gehört. Nee, das ist Sailors Hütte, Upgrade. Ist da hinten ist seine. Meine Hütte ist nirgendwo, oder wie? Leck mich doch, ey. Ah doch, hier. Ich muss mir einen Wegpunkt innerhalb meines eigenen Dorfes setzen, weil ich keinen Plan habe. Takas Höhle. Verbessern. Dicke Party bei mir zu Hause. Okay, nice. Ja, mit der Mission hat sich das jetzt... Oh, jetzt habe ich XP freigeschaltet. Also, nochmal kurz... Bei K vorbeigucken, Fähigkeitspunkte. Direkt mal verbesserte Gesundheit oder was machen wir? Was machen wir? Ha? Eule Ausruhzeit. Die Ausruhzeit der Eule wird von 80 Sekunden auf 65 verringert. Nicht schlecht. Eulenangriff 2. Der Sturzflug der Eule kann nun mächtige Elite-Gegner töten. Bestimmt sehr gut. Oder Eule Markierungsreichweite. Moment, das hier ist alles gesperrt. Ich muss erstmal eins nach dem anderen freischalten. Och nee. Und hier brauche ich 3 Fähigkeitspunkte und hier 2. Und hier... Ah, okay, ich brauche mehr Fähigkeitspunkte. So viel dazu schon mal. Also Leute, das war's für diese Folge von heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaut doch mal bei meinen anderen Folgen vorbei und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.